Wie es im Winter wird, ist natürlich nicht mit Sicherheit zu sagen, aber es gibt wenig Anzeichen, die auf eine Entspannung hindeuten. Im Gegenteil, man kann sogar von einer weiteren Verschärfung ausgehen oder zumindest ist es nicht ausgeschlossen. Auf der physikalischen Seite ist beim Erdgas, wenn wir jetzt von einem kompletten Lieferstopp von Russland ausgehen würden, ist durchaus so, dass es sein kann, dass in manchen Situationen nicht an jeder Stelle das Gas geliefert werden kann, wo es benötigt wird. Das liegt schon daran, dass das Gassystem auf bestimmte Richtungen von Gasflüssen ausgelegt ist, die man nicht in jedem Fall einfach umkehren kann. Das heißt, es könnte hier zu Engpässen lokal kommen. Bei den Stromnetzen sind auch physikalische Engpässe zu erwarten, dann, wenn die Netze den Strom nicht an die richtigen Stellen transportieren können. In Baden-Württemberg, hier im Südwesten beispielsweise, importieren wir zu vielen Zeiten Strom. Der muss aus anderen Quellen kommen und da kann es zu Engpässen kommen. Dann kommt noch dazu, dass einige Verbraucher jetzt anfangen, sich Heizlüfter, Heizstrahler zu kaufen. Das sind zusätzliche Lasten im Stromsystem, wenn die an einem sehr kalten Tag alle gleichzeitig angeworfen werden. Das sind dann schon durchaus Lastspitzen, die das Stromnetz in Bedrängnis bringen kann. Beim Gas ist es so, dass Deutschland ja ganz viel Gas aus Russland importiert hat, ein sehr großer Speicherbetreiber ist. Ein Großteil der Speicherkapazitäten für Gas in Europa liegen in Deutschland und es ist zum Teil auch einfach ein Weiterverteiler gewesen für Gas aus Russland an andere Länder. Diese Rolle dreht sich jetzt natürlich, wenn weniger Gas aus Russland kommt. Das heißt, wir sind hier schon auch auf eine europäische Koordination angewiesen, um diese Krise gemeinschaftlich zu lösen, weil eben unterschiedliche Staaten da unterschiedliche Rollen spielen und man jetzt im Zusammenspiel da einen Interessensausgleich finden muss. Im Stromsystem sind wir auch sehr stark verknüpft mit den europäischen Partnern. Einmal netzseitig, also wir haben ein riesiges Verbundsystem, das Kontinentaleuropa umfasst von dem Süden, Portugal, Spanien, sogar auch mit links bis nach Nordafrika, bis hin in die Türkei und neuerdings auch bis nach Ukraine und Moldawien. Das heißt, physikalisch sind wir alle miteinander verbunden und wenn irgendwo mal ein Kraftwerk ausfällt beispielsweise oder eine Leitung, dann können alle europäischen Partner gemeinschaftlich diesen Engpass lösen. Wenn man sich das gesamteuropäische Netz anschaut, dann haben wir zum Beispiel zusätzlich die Herausforderung, dass im Moment sehr viele französische Kernkraftwerke stillstehen. Ungefähr die Hälfte der gesamten Kapazität. Die soll zwar bis zum Winter wieder ans Netz gehen, aber sicher ist das natürlich noch nicht. Und wenn die fehlen, dann haben wir natürlich einen enormen zusätzlichen Kapazitätsbedarf. Im Stromnetz ist es ja so, dass das Angebot und Nachfrage, also die Erzeugung und der Verbrauch, zu jeder Sekunde gleich sein müssen. Das heißt, so viel Strom, wie gerade verbraucht wird, muss auch in der gleichen Zeit produziert werden, erzeugt werden. Und auf jetzt Mangelsituationen, dass eine große Leistung fehlt, ist man bisher eigentlich wenig vorbereitet. Dann kann man nicht einfach sagen, na, dann kriegt halt jeder nur einen Teil der Leistung oder wir schalten bestimmte Verbraucher ab. Also diese Möglichkeit hat der Netzbetreiber teilweise auch physikalisch gar nicht und rechtlich ist es auch sehr schwierig. Das heißt, man muss auch in diesen Situationen dann schauen, dass man vertraglich vereinbart, dass zum Beispiel ein großer Industriebetrieb sich abschalten lässt in den Stunden, in denen das Angebot übersteigt. Für diesen flexiblen Ausgleich von Angebot und Nachfrage sind natürlich flexible Kraftwerke am besten geeignet. Und das sind vor allem die Gaskraftwerke. Das heißt, hier ist man in der Situation, dass man einerseits auf möglichst wenig Gas zurückgreifen möchte, andererseits mit diesen Kraftwerken eben die Möglichkeit hat, Schwankungen auszugleichen und vor allem auch regionale Engpässe zu beheben. Wir haben zum Beispiel die Situation, dass wir im Süden oft höhere Nachfrage haben an Strom und im Norden ein höheres Angebot, dass aber die Leitungen nicht ausreichen, um die gesamte Leistung in den Süden zu transportieren. Und in solchen Situationen muss man dann zusätzliche Kraftwerkskapazitäten dazuschalten. Und das sind in der Regel Gaskraftwerke, weil sie flexibel sind, weil sie schnell sind. Das heißt, andere Kraftwerkskapazitäten können das nicht vollständig ersetzen, sodass wahrscheinlich auch im Winter wir nicht auf Gaskraftwerke verzichten können werden.
Die Energiekrise zeigt einmal mehr, dass es enorm wichtig ist, den Ausbau der erneuerbaren Energien zu beschleunigen. Es zeigt aber auch, dass das nicht schnell genug kommen wird, um uns über den nächsten Winter oder auch die nächsten Jahre zu retten. Das heißt, wir müssen hier schon an ganz vielen Stellen gleichzeitig aktiv werden. Ein wichtiger Hebel, der natürlich auch schnell aktiviert werden kann, ist letztlich der Verbrauch. Wichtig ist, dass wir das Stromnetz nicht noch weiter belasten, also möglichst nicht Heizstrahler oder Heizlüfter einsetzen. Und dann bleibt am Ende für den Privathaushalt als größten Hebel halt die Heizenergie herunterzudrehen, letztlich die Räume nicht so stark zu beheizen und hier zu sparen, damit wir auch im Notfall dieses Gas für die Stromerzeugung einsetzen können, wo wir in Engpasssituationen wenig andere Möglichkeiten haben. Man sieht also, es ist schon eine Aufgabe, wo wir alle Optionen gleichzeitig verfolgen müssen. Das heißt, sowohl industrielle Verbraucher, gewerbliche Verbraucher, als auch wir letztlich als Haushaltsverbraucher sind in der Pflicht letztlich auch dafür zu sorgen, dass wir den Verbrauch reduzieren können, um diese Krise zu bewältigen.